Ab 11 Uhr dann werden also nun die Union und die Grünen ausloten, ob sie Gespräche über eine Jamaika-Koalition aufnehmen wollen. Die Präferenz der Partei um Annalena Baerbock und Robert Habeck liegt zwar bei einer Ampel mit der SPD und der FDP, doch CDU-Chef Laschet, der will ja seine letzte Chance auf das Kanzleramt nicht unversucht lassen. Ja, und bei den Liberalen dagegen, da wächst der Unmut und das Unverständnis über CDU und CSU, denn nach der Sondierungsrunde mit der Union wurden vertrauliche Informationen durchgesteckt. Bei den Treffen der FDP mit SPD und Grünen wurde sich dagegen an die Vertraulichkeit gehalten. Sebastian Planthold berichtet. Alles oder nichts. Für Armin Laschet geht es bei den Vorsondierungen mit den Grünen um nichts weniger als seine politische Zukunft. Sollten die Gespräche scheitern, wäre das wohl nicht nur das Aus für ihn als Kanzlerkandidat, sondern auch als Parteichef. So die Botschaft einiger aus dem Parteivorstand. Dann braucht es eine personelle Neuaufstellung in der kompletten Mannschaft, die dann die Partei in die Opposition führt, aber natürlich auch wieder so aufstellt, dass die CDU als Volkspartei auch in der Zukunft wieder gebraucht wird. Die Gespräche mit der FDP zuvor liefen eigentlich gut, doch entgegen der Absprache wurden Inhalte und sogar wörtliche Zitate an die Presse durchgesteckt. Etwa die Aufforderung an die Liberalen, sie sollten die Grünen in ein Jamaika-Bündnis so wörtlich rüberziehen. Für die FDP ein Tabubruch, alle anderen Parteien hielten sich an das Schweigegelübde. Es habe am Wochenende drei Sondierungsgespräche mit der FDP gegeben. Aus zweien liest und hört man nichts. Aus einem werden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Das fällt auf, liebe Union. Und es nervt, so FDP-Parteivize Johannes Vogel. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, die auch Mitglied in Laschets Zukunftsteam ist, wittert in den Indiskretionen offenbar eine gezielte Schwächung des Parteichefs. Was für eine charakterlose, miese Nummer. Wer jetzt die Vertraulichkeit bricht, handelt vorsätzlich verantwortungslos und verliert jede Legitimation, für die CDU zu sprechen, so Prien bei Twitter. Und auch wenn es darum geht, ob Laschet überhaupt der Richtige für die Vorsondierungen ist, klingt ein überzeugendes Ja aus Teilen des CDU-Präsidiums irgendwie anders. Ja, wir führen diese Gespräche in der Personalformation, die Partei bestimmt hat. Das ist das, was für uns bestimmt worden ist, und so führen wir auch die Gespräche. Armin Laschet kämpft also nicht nur darum, die Grünen zu überzeugen, auch nach innen muss er für Ruhe sorgen. Ansonsten verfestigt sich der Eindruck eines Parteichefs auf Abruf. Besprechen wir die aktuelle Situation mit Michael Wüllenweber. Der steht für uns am Verhandlungsort von Schwarz-Grün in Berlin. Ja, guten Morgen, Michael. Also die FDP fährt jetzt schwere Geschütze auf und wirft der Union tatsächlich Vertrauensbruch vor. Was heißt das denn jetzt für Jamaika? Also es ist auf jeden Fall ein Schlag ins Kontor, ein Warnschuss zumindest, denn wenn Vertrauen ja der Kitt, die Währung für eine künftige Dreierkoalition ist, dann verspricht das natürlich nichts Gutes, wenn da durchgesteckt wird. Und es macht auch der FDP unter Umständen es dann leichter, am Ende zu sagen, die CDU ist weder Gesprächs- noch Sondierungs- noch koalitionsfähig, wenn man denn tatsächlich Argumente braucht, um sich für die Ampel dann zu entscheiden. Aber dennoch, natürlich, inhaltlich sind sich FDP und Union deutlich näher als FDP, Grüne und SPD. Also da ginge vielleicht zwischen den beiden noch was, aber dazu braucht man ja einen Dritten. Und das sind ja die Grünen, mit der die Union ja heute verhandelt. Und da sind solche Indiskretionen natürlich auch nicht unbedingt förderlich, weil sich natürlich auch die Grünen fragen müssen am Ende, bleibt das, was wir hier besprechen, wirklich vertraut? Also es könnte Jamaika-Verhandlungen torpedieren. Michael, mit wie viel, wie soll ich sagen, Ernsthaftigkeit und Werf gehen denn die Grünen überhaupt in dieses Gespräch? Gehen sie da wirklich rein, so nach dem Motto, okay, das ist in der Tat eine echte Option, oder geht man da rein mit dem Gedanken, ja gut, wir müssen es halt irgendwie mal machen? Also große Teile haben, glaube ich, tatsächlich keine Lust auf die Union, aber es gibt ja diejenigen, das glaubt man zumindest in der Union, die bei den Grünen jetzt, die für Jamaika-Gespräche offen sind. Das wundert ja nicht unbedingt so wirklich, denn man hat ja lange vor der Wahl, vor dem Auftrieb von Olaf Scholz, doch über Schwarz-Grün, Grün-Schwarz diskutiert, dass das die natürliche Kombination für die Zukunft wäre. Davon ist natürlich überhaupt nicht mehr die Rede, aber es gibt natürlich bei
bei den Grünen diejenigen, die Jamaika-freundlich sind. Und darauf setzt man in der Union, dass man da vielleicht etwas bewegen könnte. Und vielleicht zur Union, die geht in die Gespräche, so hören wir zumindest aus dem Konrad-Adenauer-Haus, doch mit dem Ansinnen, ernsthafter über Jamaika zu verhandeln und nicht, wie es andere in der Union ja zum Beispiel sagen, dass man erst über Jamaika, wenn denn dann überhaupt verhandeln könnte, dass das eine Option wäre, wenn eine Ampelkonstellation gescheitert sei, also nach Koalitions- oder Sondierungsgesprächen über eine Ampel erst wieder einsteigen. Nein, das wäre nicht das Ansinnen von Armin Laschet. Der setzt darauf, dass man noch alles versuchen könnte, Jamaika zu probieren in Sondierungsverhandlungen. Ja, Armin Laschet sich zu retten, so könnte man es ja dann auch formulieren. Michael, danke für den Moment nach Berlin.